Trauer und das Entsetzen sind groß. Als erster und bisher einziger Karateker holt der erst 22-jährige Benjamin Rath bei Europameisterschaften der Stilrichtung Goju-Ryu eine Goldmedaille. Jetzt der Schock. Am Wochenende wird der Kärntner, der dem Karateclub Inoue H. Feldkirchen angehört, plötzlich aus dem Leben gerissen. Trainer Walter Lorber ist tief bestürzt. Auf Facebook schreibt er: Plötzlich und unerwartet, für uns immer noch nicht zu begreifen, ist unser Freund Benjamin Rath am Wochenende von uns gegangen. Nicht nur seine Aufrichtigkeit und Liebe fürs Karate, sondern vor allem seine Persönlichkeit werden wir schmerzlichst vermissen. Benjamin zählte zu den erfolgreichsten Sportlern des österreichischen Karatebundes. In seiner viel zu kurzen Karriere erzielt Benjamin Rath große Erfolge. 2015 wird er im Kata-Team Weltmeister, im darauffolgenden Jahr Europameister im Kata-Team und Kata-Einzel. Darüber hinaus wird er 2015 und 2016 Staatsmeister im Kata-Team. Kärnten trauert um ein sehr großes Ausnahmetalent der österreichischen Karatewelt.